Der Call of Duty Black Ops 3 Klassenguide zu der 48 Dredge. Es wird Zeit, aber mehr dazu direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Lead Effect. Ich bin's wieder, T-Monster, und es wird wieder Zeit für den nächsten Klassenguide und für den letzten Klassenguide, denn das ist das letzte MG, was ich heute sozusagen in einem Klassenguide euch vorstelle, wie ich es am liebsten spiele. Und Leute, es war eine krasse Zeit, es war eine verdammt krasse und schöne Zeit, und wir haben verdammt viel Erfahrung gesammelt, wie wir die ganzen Guides aufziehen können, wie sie euch am besten gefallen, wie wir euch daran teilhaben lassen können, um für die nächste Waffe sozusagen abzustimmen, also welche soll die nächste Waffe sein in dem Fall, dass wir das immer mit euch abstimmen konnten, und das war übelst geil, das war eine echt schöne Zeit, Leute. Und heute muss ich euch sagen, geht der Stream 19 Uhr los, ohne Zero, und ich habe heute ein Ziel, und zwar wird heute Schlabberzunge, das ist einer aus der Community, mit dabei sein. Das ist ein richtig guter Spieler. Wir werden mal gucken, ob wir heute zu zweit bleiben werden, das wissen wir noch nicht. Aber Ziel ist es, dass ich heute tatsächlich, weil so viele immer wieder danach gefragt haben, meine erste Nuklear in den Stream mache. Also 19 Uhr live auf twitch.tv/EliteEffectMZ. Live EliteEffectMZ. Ich freue mich darauf, dritter Link in der Videobeschreibung. Aber jetzt direkt mal zu der 48 Dredge. Ich spiele die 48 Dredge standardmäßig mit meinem Lieblingsvisier, oder eigentlich mit... Spielt sie mit eurem Lieblingsvisier. Normalerweise hätte ich das LV drauf, aber ich hab's hier in dem Fall nicht drauf, sondern hier habe ich das Reflex drauf. Als Hauptaufsatz auf MGs, wie immer, habe ich Schnellziehen drauf, damit du schneller im Visier bist. Das MG braucht sonst eine gefühlte Ewigkeit, bis es endlich mal im Visier ist und man endlich damit schießen kann. Deshalb Schnellziehen, ein Pflichtaufsatz auf dem MG, genauso wie ihr wisst. Ein schöner Schaft. Der Schaft hilft einem extrem, denn so ist man besser oder schneller im Bewegungstempo. Kommt dann vielleicht im MG mit Schaft, kommt man so ein Sturmgewehr ohne Schaft dran, ja. Aber das ist echt, echt zu empfehlen und wirklich wichtig auf der Dredge. Dann habe ich viel rumprobiert, was ich besser finde, und ich bin stehen geblieben bei dem schnellen Magazin, denn es ist verdammt wichtig, die Waffe auch relativ schnell nachzuladen. Das ist ein MG, sie braucht lange beim Nachladen, auch noch mit schnellem Magazin, aber der Griff ist bei ihr eben komplett unnötig, und da ist schnelleres Magazin deutlich wichtiger und deutlich, deutlich auch von Vorteil, dass man eben doch recht schnell oder schneller als eben ohne schnellen Magazin nachladen kann. Und das war es eigentlich schon mit dem, was ich auf der Waffe habe, weil die spielt sich einfach so schön smooth. Das ist die M8 A7 als MG. Definitiv. Die ist mega. Die hat sogar in meinen Augen eine bessere Hüftpräzision als die normale M8 A7. Also die ist der Hammer. Und dazu ist es eine 4-Burst-Waffe, die mit 1-Burst-Kill, also die schießt mit einmal 4 Kugeln, killt meistens natürlich mit 1-Burst, wenn du das auch so spielst wie die M8, schön auf Brusthöhe schießt. Und hat Autoburst, das heißt, du brauchst gedrückt halten, dann macht es die 4 Schuss, dann macht es die 4 Schuss, dann macht es die 4 Schuss. Du musst also nicht für jeden Burst einzeln drücken, wie bei der M8 zum Beispiel. Also, es ist eine echt gute Waffe. Ich finde sogar, die wird zu wenig gespielt. Ich hoffe jetzt nicht, dass die jetzt jeder von euch spielt, aber die ist echt eine starke Waffe. Dazu habe ich noch dabei, meine Schockladung ist meine Lieblingssekundärgranate. Ja, die habe ich fast immer mit am Start. Und als Perks dabei, wie immer, 6er Sinn, Plünderer und Strahlendämpfer. Ja, das war's dann, Leute. Ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, heute Abend mit am Start. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ich werde es mal schaffen, eine Nuklear zu erspielen. Ich kann es nicht versprechen. Ich hoffe, ihr werdet mich da seelisch und moralisch in den Stream mit unterstützen. Wie gesagt, Zero ist heute nicht mit dabei. Der hat, wie gesagt, noch den übelsten Uni-Stress. Ich hatte selber in der letzten Woche verdammt viel zu tun, aber das Ganze wird die nächsten 3 Wochen bei mir definitiv weniger. Das heißt, es wird definitiv auch in der Woche regelmäßiger Videos geben, und bei Zero sollte das Ganze auch langsam wieder abklingen. Ich denke, es wird eine geile Zeit die nächsten Wochen, und ich freue mich drauf. Ich freue mich genauso darauf, wenn ihr in dem Video einen Daumen nach oben gebt, uns in die Kommentare schreibt, wie ihr die Klasse findet und vielleicht uns sogar finanziell mit Amazon oder MMOGA unterstützt. Ihr könnt darüber einkaufen, müsst das Ganze nicht tun, aber wenn ihr das tut, bekommen wir, wie gesagt, einen kleinen Prozentsatz davon ab,
und das unterstützt uns extrem. So können wir uns besseres Equipment leisten und noch bessere Videos produzieren. Leute, das war's von mir, euer Monster, und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.